Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Yo-Kai Watch Blasters Rotes Katzenkommando, wo wir im letzten Part einen extrem heftigen Kampf gegen den großen Bruder von Gargaros hatten, nämlich Ogralos, der blaue Oni, der Wassermagie benutzen kann. Gegen den hatten wir im letzten Part ein äußerst langes Duell gehabt. Das erste Duell hatte Ogralos gewonnen. Leider, muss ich sagen. Jeder einzelne unserer Yokais ist down gegangen. Weshalb wir dann erstmal uns aufs Laufband begeben mussten. Und erstmal unsere Yokais ein bisschen trainieren mussten dann. So, dass Shibanyan jetzt auf Level 30 ist, Usapion auf Level 24, Selanian auf Level 25 und Demona, ja, sie ist auf Level 24 geblieben. Oh ja, das war wirklich heftig gewesen. Außerdem haben wir dann auch noch unsere Ausrüstung verbessert. Shibanyan hat jetzt die Katzenglocke hier. Und Usapion besitzt jetzt das Streberschwert, wodurch seine Angriffskraft um 40 Punkte gestiegen ist. Gott. Zwei neue Angriffe haben wir auch drauf. Die geladene Attacke und hier der geballte Schuss. Ja, es lief wirklich sehr gut. Und heute, wo wir dann erstmal die ganzen Missionen in der Gegenwart abgeschlossen haben, die wir erledigen wollten, geht es jetzt rüber ins alte Lenzhausen. Wir schmeißen unseren Fluxkompensator jetzt an und reisen in die Vergangenheit. Los geht es! Oh yeah! Zeitreise! Nice! Wirklich nice! Ach ja, das alte Lenzhausen. Und ab mit euch! Nächster Halt, altes Haus in der Vergangenheit! Gut! Unglaublich, wir sind wirklich durch die Zeit gereist! Mal wieder! Ja, mal wieder. Dann lass uns mal das alte Lenzhausen erkunden. Naja, wir kennen's doch schon. Soldaten, vergesst nicht, ihr seid auf Patrouille, auch in der Vergangenheit. Verdammt nochmal, da unten gibt es massig Onikugeln. Ja, die brauchen wir auch. Ist ja auch ein bisschen lästig, muss ich zugestehen, dass wir, naja, immer nur durch Onikugeln leveln können. Ist schon ein bisschen blöd. Aber was soll's. So müssen wir uns immer noch ein bisschen mehr anstrengen. Oder ansonsten müssten wir auch mal offscreen mal wieder auf Patrouille gehen. Wäre auch nicht so übel. So könnten wir auch wieder ein paar neue Onikugeln kriegen. Naja, was soll's. Jetzt wollen wir erstmal die Quest hier beenden. Wir wollen uns heute sowas von richtig gut in der Vergangenheit aufhalten. Massig Story-Quest. Oh, verdammt mal. Dort drüben gibt es ja schon einen ordentlichen Haufen an fiesen Yokais. Jetzt kommen die Blasters. Es droht Unheil beim goldenen Ei. Leute, doch nicht, wenn ich dabei bin. Ah, nicht schon wieder. Okay. Yeah. Ja, das goldene Ei ist sicher. Und wir kriegen einen Yokai aus der Vergangenheit. Zuberzunge. Gott. Nicht übel, nicht übel. Sprach der Olle Dübel. 5 von 15 Yokais sind schon mal bezwungen. Und da drüben kommen die nächsten 5. Ach ja, ist das schön. Das ist doch jetzt Entspannung pur nach dem Kampf gegen Ogralos. Die Lage scheint sich beruhigt zu haben. Ja. 5 weitere Yokai sind besiegt. Tralala. Weitere 5 Yokai sind besiegt. Tralala. Aber dort. Aber bei der Schule. Bei der Schule. Gibt es noch Chaos? Ja, yeah, es droht Unheil an der Schule, miau! Ich werde dir eine Lektion erteilen! Ja! Gott!
ein neues Yokai-Signal im Norden. Ach, Menschenskin nochmal. Keine Zeit für Pausen. Los geht's, Soldaten. Erledigt die Nächsten. Jo, machen wir, Boss. Oh, ist das schön. Ist das toll. Wir besiegen alle. Mit dem Ulti-Seelangriff. Ah, da nochmal. Na gut, befreunden wir uns erstmal mit dem Schlammstampf. Mit dem Schlammampf. Gut, das ging schnell. Yokai-Medaille erhalten. Gut. Aha, Felix muss noch bezwungen werden. Ah, es reicht, es wird ja Zeit zurückzugehen, miau. Hey, wartet! Oh, du bist es! Hovanyan! Zwischensequenz! Ich bin Hovanyan! Wir kennen dich, wir haben dich schon ein paar Mal gesehen in der Vergangenheit. Bezwing das Böse dieser Welt! Liebe, Mut und Tapferkeit! Maskierter Maximum! Ich bin der Beschützer von allem, die Welt ist mein Freund! Maxi! Oh Mann! Der alte Spruch! Ah! Ihr habt den Frieden gestört! Dafür werdet ihr bestraft! Ey! Wir haben deinen Frieden bewahrt! Ich hab's zwar hergesehen, dass ich verliere! Gut! Dann verliere auch weiterhin! Verliere auch weiterhin! Verdammt nochmal! Wir haben verloren! Ja klar habt ihr verloren! Ich hab verloren! Oh Mann, Hope. Ihr seid stärker als ich dachte! Ja, gut, dass du das so denkst. Hovanyan, erinnerst du dich nicht an uns, Miau? Was? Was? Nein, bist du Jibanyan? Klar doch! Wie witzig, wurde aber Zeit, dass du drauf kommst! Soldaten, das kann warten, bis ihr wieder zurück seid! Ja, bis gleich. Erstmal hole ich mir noch eine Unikugel. Und danach können wir zurück. Ah, verdammt nochmal, dort unten gibt es massig Unikugeln. Wisst ihr, was das heißt? Wir müssen noch ein bisschen schneller laufen. 17 Sekunden noch. Und ich will diese zwei Unikugeln noch haben. 12 Sekunden. 10 Sekunden. Das wird knapp. Yes, ich hab sie noch gekriegt. Gott. Zurück in die Zukunft. Mit Liebe, Mumm und Tapferkeit. Yeah. Maximum. Nice. Oh, und ich hoffe wirklich, dass wir Hovanyan kriegen könnten für unser Team. Wir haben zwar immer noch nicht genügend Onikugeln dabei. Ah, eine lila Münze. Ah, zu blöd ja, dass wir schon... zu blöd, dass wir schon unsere Onimat und Yokai-Mat naja, Energie verbraucht haben. Wirklich blöd. So, Hovanyan, ich hoffe, du hast eine... Entschuldigung. Entschuldige, ich habe den falschen Schluss gezogen. Dass ich geglaubt habe, Jibanyan und die Mannschaft wären Schurken. Ja? Hovanyan, was macht ihr dort drüben? Wir sind auf Patrouille, um die Stadt vor bösen Yokai zu beschützen. Hä? Patrouille? Seid ihr auch Blasters? Hä? Blasters, was ist das? Ihr habt noch nie von den Blasters gehört? Dann heißt das... Hau, wann der Zeit war, bevor die Blasters entstanden sind? Wir sind die Helden, die die Stadt beschützen. Das mutige Maximum-Team. Auch MMT genannt. Ihr seid trotzdem spitze. Der Kampf vorhin war großartig. In letzter Zeit schlagen wir uns ziemlich gut. Würdet ihr uns eure Kraft leihen in Ordnung? Ja. Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Eigentlich tauchen im alten Lenzhausen immer wieder böse Yokai auf. Die Einwohner leben jeden einzelnen Tag in Angst. Oh nein, das ist ja schlimm. Wir, das mutige Maximum-Team, geben unser Bestes, um die Stadt zu beschützen, aber... Meine Güte. Naja, es gibt zu viele fiese Yokai. Es wird einfach zu schwer. In diesem Fall könnt ihr auf uns zählen. Die Blasters helfen allen Yokai, die in Gefahr sind. Wow. Jibanyan, danke.
Mit Liebe, Mumm und Tapferkeit. Gott! Oh, wie ist das schön. Hm, das Telefon klingelt alles. Allerdings immer noch nicht. Na gut, weiter geht's. Eine neue Mission. Handlung. Aha. Verschlinger. Prüfungsmission von Meister Niada. Besiege in kürzester Zeit seinen Schüler. Oder im alten Enthausen böse Yokai. Kämpfe mit Hovanian. Maxi. Mhm. Das wäre alles wirklich nicht übel. Aber wir... Ups, das war falsch. Wir werden, bevor wir erstmal die Story-Quest weitermachen, werden wir Verschlinger besiegen. Ausrücken, Leute! Wir müssen Verschlinger besiegen. In der Vergangenheit! Yeah! Es wird heftig. Aber wenn wir selbst Ogralus besiegen konnten, dann wird Verschlinger, die stärkere Version vom Verspeiser, auch keine großartige Bedrohung sein. Ich verschlinge euch Stück für Stück. Mit Magie, wie es aussieht. Verschlinge. Übel. Sei eins mit dem Schlauch. Diese Mission ist meine Prüfung für euch. Okay. Besiegt meinen preisgekrönten Schüler, Verschlinger. Okay. Das Zeitlimit beträgt 10 Minuten. Der Schlüssel zum Erfolg ist Tempo. Okay. Oder so auch. Wir machen dich fertig, Verschlinger. Wir machen dich halt fertig, Verschlinger. Wir machen dich halt fertig, Verschlinger. Okay. Niemand hält mich auf. Ah, falsche Richtung, Jibanian. Verdammt nochmal. Na, was soll's. Wir haben ja sowieso gleich ihn besiegt. Okay. Gott, ihr seid stärker als ich dachte. Ich soll das Ganze vielleicht doch nochmal überlegen. Nix da! Bleib hier! Hey, er kommt! Nicht, wenn ich es verhindern kann. Keine Zeit zu verlieren. Beeilung ihm hinterher. Ah, verdammt nochmal. Dass die Boss-Yokais immer fliehen müssen. Ist ja wirklich nervig. Ah, verdammt nochmal, ich komme ihm einfach nicht hinterher. Alter, bleib mal stehen. Verdammt nochmal, Verschlinger, bleibe stehen. Lass uns das auf dem Schulhof fortsetzen. Ich werde warten. Was, auf dem Schulhof? Jetzt beginnt der echte Kampf. Viel Glück. Und wir haben bloß ein 10-Minuten-Limit. Ah, nicht gut. Und wir bräuchten noch bessere Items. Ja, wir bräuchten wirklich noch bessere Items. Okay, wie sieht's denn hier unten aus? Hm. Okay, wie sieht's hier unten aus? Hm, das ist ein Stärke-Talisman. Ja, ein Stärke-Talisman könnte uns jetzt auch im Kampf gegen Verschlinger weiterhelfen. Ja, das ist nicht übel. Hauptsache, wir verlieren jetzt nicht. Hauptsache, wir verlieren jetzt nicht. Musst du jetzt so angeben? Na gut. Los geht's. Das waren sicherlich bloß irgendwelche aufblasbaren Luftballons. Ja, das waren sicherlich bloß irgendwelche aufblasbaren Luftballons gewesen. Hm, da bin ich mir sicher. Na, bleibt einfach so da? Okay. Dann eben Tatzen des Zorns. Ich bin aufgewärmt, es ist Zeit ernst zu machen. Ja, klaro. Klaro, du bist ja
Du warst noch nicht aufgewärmt eben. Ah, diesen gleichen Angriff kennen wir auch. Kennen wir auch schon von Verspeiser. Boah. Was ist das? Oni aufgetaucht? Ah, verdammt nochmal. Okay. Oh nee, nicht schon wieder. Hau, bleib stehen, bleib stehen. Okay, Angriff. Gut, Angriff, Angriff. Jetzt zeige ich dir meine wahre Kraft. Och nö, nicht schon wieder Walzer. Weg da. Regeneriert eure Lebenspunkte. Oh, komm schon, Dämona. Komm schon. Los, Ultiseelangriff, Katzen des Horns. Gut. Ah. Okay, wir haben eine Chance zu siegen. Ja. Ja, wir haben jetzt wirklich eine gute Chance zu siegen, Usapion. Noch 5 Minuten. Nein, bleib stehen. Ja. Komm schon. Yes, Verschlinger ist bezwungen. Mit ordentlich Liebe, Mumm und Tapferkeit. Warte mal. Feindliche Truppenverstärkung. Die lernen wohl nie, was? Hä? Boah. Oh, weg mit euch. Ich glaub's, ihr hättet nie gedacht, dass ich dich nicht verschlingen könnte. Sei eins mit dem Schlau. Oni aufgetaucht, 11 Sekunden übrig? Hä? Naja. Ciao. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao. Das Gepieper allerdings hat echt so ein bisschen genervt. Naja, wie dem auch sei, Verschlinger ist bezwungen. Huh. Ein ordentlich starker Bossfight. Jetzt wird es doch langsam ein bisschen... Oh, nett, wir kriegen jetzt immer neu... Ah, Verschlingerzahn, gut. Wir kriegen aber jetzt immer neue Oni-Münzen, Yokai-Mart-Münzen. Das gefällt mir. Hm. Aber wir kriegen jetzt auch nicht neue Yokais. Ein Geschenk haben wir jetzt nicht. Hm, wir haben jetzt Temporalex? Spezielle Fähigkeiten. Zeitreisen, erscheine. Okay. Hm, aber so wie es aussieht, kriegen wir aktuell keine neuen Yokais. Blöd. Naja, wenn erstmal die nächste neue Aufnahme da startet, dann werden wir neue Yokais sowieso kriegen. So. Im alten Lenzhausen böse Yokai kämpfe mit Hovanian. Maxi! Machen wir! Die letzte Mission des Tages. Oh, aber ich mag wirklich diese Zwischensequenz. Wie Jibanyan und Co. mit dem Blastermobil in die Vergangenheit reisen. Das finde ich schön. Auch finde ich schön, dass das ganze Spiel jetzt doch ein bisschen anspruchsvoller geworden ist. So, 5 Yokai müssen wir besiegen. Da haben wir aber echt viel zu tun. Das sind insgesamt 5 böse Yokai. Ah, stell dich nicht so an. Sie verstecken sich gerade wohl irgendwo in der Stadt. Los, spüren wir sie auf und erteilen ihnen eine Lehre. Gut, das machen wir doch einfach schnell. So, Frau Langhals. Tschüss. So, und wer bist du hier oben? Du bist Hybrita. Das Hybrita, seine Abwehr ist wirklich stark. Na, was soll's? Hallo. Gott. Angriffskraft erhöhen.
Ja, wir durchbrechen dann halt seine Angriffskraft. Ja, seine Verteidigungskraft werden wir halt einfach durchbrechen. Juhu, wir haben Hybrida besiegt. Aha. Gute Arbeit, ihr habt Mumm. Jo, haben wir. Und maximale Kraft. Gut. Der erste böse Yokai wurde bezwungen. Und ich sehe gerade auch, wo der nächste böse Yokai ist. Er bewacht Onikugeln. Aha, dann müssen wir dich ja sowieso. Was ist das, ein Laser? Das ist ein Laser. Das ist ein Laser. Ein Energiewerfer. Den können wir so oder so mal gebrauchen, yo. Und nun, next battle. Komm herbei, Fieser. Dein Fieser gibt Acht auf seine magischen Schwerter. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Fieser-Yokais. So. Und auch besiegt. Nieder mit ihm, miau. Ja. Und dann noch mit der Zuberzunge. Gott. Mann, wir sind wirklich stärker, als wir aussehen. Kann man wirklich sagen. So, drüben bei der Schule ist also noch ein Boss-Yokai. Aber wo denn sonst noch? Ich würde ja vielleicht mal tippen auf dem Bahnhof. Oder vielleicht auch unten beim Krankenhaus. Eins von beiden muss es sein. Eins von beiden, das finde ich fein. Dort unten gibt es noch ein paar Yokais zu besiegen. Und die werden wir auch noch kriegen. Oder auch nicht so recht, wie ich es oft hatte. Aber gut, dort unten befindet sich wirklich ein Yokai, den wir besiegen müssen. Gott. Wirklich gut. Wirklich toll. Wir sind echt stark. Das finde ich auch toll. Wir besiegen immer weitere Gegner. Der Sieg steht uns ins Gesicht geschrieben. Wir werden immer weiter siegen. Das ist Dunkelfeder. Vorsicht vor ihrer Windmagie. Sie ist auch keine großartige Herausforderung. Nieder mit ihr. Miau. Ja. Wir haben auch sie besiegt. Jetzt fehlen nur noch zwei. Aha, und auch wirklich einer beim Bahnhof. Na gut, erstmal die Schule. Wir erledigen den Oni, nicht den Oni, sondern den Yokai in der Schule. Und freunden uns erstmal mit diesem an, den wir eben besiegen haben, besiegt haben. Gut, weiter geht's. Oh, Smoggy! The Gates! Und States! Der gute alte Smoggy! Dann nochmal und Litz! Gott! Wer siegt? Oh, wie ist das doch schön! Nach einem heftigen Bossfight erstmals wieder so etwas Einfaches zu machen, ist wirklich nicht schlecht und sehr gut! Gott, der nächste ohne mich wurde bezwungen. Der nächste, Barbagus. Das ist auch mal ein heftiger Gegner. Gut. Gut, gut, gut. Das macht uns allen Mut. Mut, Mut, Mut. Das macht uns allen Mut. Wir erledigen alle Gegner. Juhu, wir haben Barbagus geschlagen. Jo, haben wir. Gutes Tempo, macht weiter so und es wird 0, nix vorbei sein. Ah, ist auch gleich schon vorbei. Ist auch gleich schon vorbei. Wir müssen zum Bahnhof herbei. Aber vielleicht erledigen wir nochmal kurz diese beiden Yokais hier um die Ecke. Frau Langhals. Einmal. Gut. Erledigt. Ebenso erledigt. Oh yeah. Onikugeln wollen wir. Dadurch werden wir stärker hier. Onikugeln wollen wir. Dadurch werden wir stärker hier. Mehr als klar, das ist es ja. Ah, Smoggy.
Wie geht's? Wohl nicht allzu gut. Gott, Mystiker-Splitter aufgesammelt. Gut, gut, gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, auf zum Final Fight. Zum Final Fight wollen wir jetzt hin. Paragroll. Das Paragroll passt auf seine Regenschirmattacken auf. Jo, wir passen da schon auf. Altes Haus. Wir passen da schon auf. Altes Haus. Und werden ihn besiegen. Das habt ihr davon, dass ihr Schirmschelm so grob behandelt. Was? Okay, das waren dann wohl alle Miau. Anscheinend. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so schnell mit denen fertig werdet. Naja, so schnell war's nun auch nicht. Ihr Blasters habt es echt drauf. Ja. Oh, da gibt's noch viel mehr davon. Aha. So müde, um etwas gegen seine dummen Bemerkungen einzuwenden. Miau. Auf jeden Fall habt ihr den Frieden in den alten Letzhausen bewahrt. Ja, das ist die Hauptsache. Wieder mal gilt euch mein Dank. Aha. So ist es. So ist es. So ist es. Smoggy! Komm her! Ah, verdammt nochmal. Ich dachte, wir könnten uns anfreunden. Aber nee, dann ist es halt nicht so. Dann ist es halt nicht so. Ah, verdammt. Ich hätte jetzt auch zu gerne... Wäre jetzt auch zu gerne selbst durch die Tür gegangen. Aber ne. Das war's dann nicht. Überspringen wir das hier mal. Gut. Geschafft. Wieder mal 11.000 Onikugeln zusammengekriegt. Oh. Schlammampf. Okay. Wir hatten den zwar schon mal, aber gut. Oh, nach und nach kriegen wir jetzt noch mal. Hier und da mal ein paar neue Yokais. Schön. Wirklich schön. Wow. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass sowas im Lenzhausen der Vergangenheit passiert ist. Ja. Darüber muss ich erstmal twittern. Gemeinsam mit Hovanyan sind wir nicht aufzuhalten. Enthüllen. Hallo. Über dich haben wir gesprochen. Leute, das ist übel. Böse Yokai sind zurück im alten Lenzhausen. Das ist nicht alles. Dieses Mal sind sie riesig. Was? Unglaublich! Ein Oberboss aus der Vergangenheit? Ach du meine Spirale! Das ist schrecklich! Ja. Noch schlimmer, es ist nicht nur einer. Anscheinend sind sie zu dritt. Was? Warum kommen böse Yokai ständig hierher? Das Siegel im endlosen Inferno hat scheinbar angefangen aufzubrechen. Sieht so aus, als hätten da eine Menge böser Yokai geschlummert. Ja. Wenn das so ist, warum versiegeln wir das endlose Inferno nicht nochmal? Es ist unmöglich. Das endlose Inferno ist voller Rätsel, die niemand versteht. Aha. Nachdem wir so lange so hart gekämpft haben, ist das mutige Maximum-Team erschöpft. Wenn wir jetzt ausrücken würden, wäre dies nur ich. Bitte, könntest du mir bitte noch einmal helfen? Überlass mir das. Natürlich, für das mutige Maximum-Team werde ich bis zum Umfallen kämpfen. Koma-san, danke! Wieder mal hast du eine Quest angenommen. Oh Gott. Wieder mal hast du ohne unser Einverständnis eine Quest angenommen. Na gut, machen wir das mal. Aber erstmal sehen, welche Oberbosse sind es denn? Die wir dann im nächsten Part besiegen müssen. Ah, verdammt, schon wieder den Kopfhörer verloren. Also, wir haben... Captain Charon, das schwarze Schiff. Dunkelwurz, teuflisch heiß. Und Glotzmanda, das böse dritte Auge. Oh Mann, das ist wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Eigentlich müsste ich ein bisschen offscreen patrouillieren, um noch ein paar Onikugeln zu kriegen. Aber es würde, glaube ich, jetzt auch schon reichen, wenn wir einfach mal hier, warte mal, weiterentwickeln. Kann sich irgendjemand weiterentwickeln? Ja, die üblichen. Die üblichen Verdächtigen. Aber ja, aber ja.
Die wollen wir nicht weiterentwickeln. Wir wollen jetzt erstmal im Level aufsteigen. Wollen wir doch mal sehen, wie wir Level 30 sich kriegen. Level 30. Oh, Mist. Ja, 11.000 Punkte sind nicht mehr so gut zu gebrauchen wie früher. So ein Mist. Kannst du mich nicht aufhalten? Ja. Ja, okay, dann wird es mal Zeit. Trainieren! Ha! Ja! Falsche Richtung. Okay, trainieren! Ha! Ha! Jo, ich werde dann jetzt auch wirklich noch mal ein bisschen weiter trainieren. Hier an dieser Gargoyles-Puppe. Und im nächsten Part kümmern wir uns dann um drei Oberbosse. Wer war das jetzt noch? Ach ja, Dunkelwurz, Captain Charon und Glotzmanda. Drei Gegner. Drei starke Gegner. Drei starke Gegner aus dem endlosen Inferno. Das wird nicht einfach werden. Ein bisschen Training müsste auf jeden Fall sein. Ja, es ist jetzt beschlossene Sache. Ich werde jetzt noch ein bisschen patrouillieren gehen, um dann Demona und Seldanian auch noch auf Level 30 zu bringen. Und damit sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann die drei Oberbosse besiegen werden. Bis dann und ciao!